ehrlichste Mutter Deutschlands. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar beim Taugnix Verlag habe ich mir ein Gesellschaftsspiel gekauft. Ja, das heißt Elternentfremdung. Ist ein ganz brandneues Spiel. Der Taugnix Verlag macht nur so tolle Sachen. Und ich baue das jetzt mal auf. Da sind ganz tolle Spielsachen drin. Und zwar besteht das aus einem Spielbrett oder Spielblatt. Taugt halt nichts, ne? Ist halt Billigware, aber egal. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Und dann gibt es dazu die Spielkarten. Die muss man natürlich erstmal aufbauen. Das ist immer das Blöde bei so einem Spiel. Ah, wie kommen die? Achso, ne, die gehören so. So. Und dann hier die noch. So, gleich bin ich fertig. So, habe ich alle. So, und dann noch eine Karte. Und dann gibt es ja noch die Spielfiguren. Das ist ein Spiel für zwei Personen, also Elternentfremdungsspiel. Das ist dann für Eltern oder für irgendjemand. Ja, zwei Spielfiguren gibt es, einmal für Mutter, einmal für Vater. Da haben wir das dumme Schwein und die blöde Kuh. Da kann sich jetzt jeder selber was aussuchen. Ne? Wer ist die blöde Kuh, wer ist das dumme Schwein oder dumme Kuh, blödes Schwein. Naja, kann man ja sehen. Ich nehme jetzt mal hier zwei und dann muss man die auf Start stellen. Oh, die passen da kaum hin. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Taugt halt nichts, ne? So, dann fangen wir mal an mit dem Elternentfremdungsspiel. Allerdings müsste ich erstmal die Inhaltsangabe nochmal lesen. Ich gucke gerade mal nach. Also, man muss anfangen, würfeln und dann gibt es die verschiedenen Felder hier. Da gibt es einmal die Gefühls-, die Emotionskarten, die sind da mit so einem Herzchen. Dann gibt es die Lügt das Blaue vom Himmel-Karte, die Psychiatrie-Karte und die Richter-Karte und so eine Karte mit Fragezeichen. Hm, wer weiß, was dahinter ist. Dann gibt es noch hier so ein Feld mit Geld und hier so ein Feld mit Gitterstäben. Das ist wohl die Psychiatrie. Und ja, das war's erstmal. Jetzt gucke ich mal, also die Geldkarte, wenn man hier auf das Geldfeld kommt, dann muss man erstmal seinem Anwalt wieder wahrscheinlich Geld bezahlen, damit es weitergeht. Bei der Richterkarte muss man so eine Richterkarte ziehen, ne, wo es da um irgendwelche Richtersprüche geht oder Urteile. Und ja, die Gefühlskarten, wie man sich fühlt wahrscheinlich, ne? Die Lügt das Blaue vom Himmelkarte, sagt der Name schon. Ich glaube, da wird gelogen, was sich die beiden biegen. Ne? Und was hatten wir da noch? Ja, gefühlt war das. Und die Fragezeichen, naja, lassen wir uns überraschen. Ne? Ja, dann fange ich mal an. Ich hole meinen Würfel. Vergessen. Moment. So, jetzt habe ich einen Würfel gefunden. Da stehen die Zahlen so in Zahlen drauf, nicht mit Punkten, damit es auch der Dümmste versteht. Ne? Eine 2 ist eine 2, eine 4 ist eine 4. So, noch zur Erklärung, Elternentfremdungsspiel. Wer nicht weiß, was Elternentfremdung ist, das ist, wenn Eltern sich trennen und ein Elternteil das andere Kind so beeinflusst und so gaga macht, ja, und so schlecht über den anderen Elternteil redet und mit Liebesentzug droht oder unterschwellig suggeriert, wenn das Kind dann den anderen Elternteil plötzlich doch noch toll findet, ja, und so werden die Kinder dann dem einen Elternteil entfremdet. Das ist so eine ganz miese Art, ist sehr umstritten, angeblich gibt es sowas gar nicht, ne? Aber die, die betroffen sind, die wissen sehr wohl, dass es das gibt. So, und dafür ist ja dieses lustige Spielchen hier, damit man vielleicht was daraus lernt. Ach so, eine Sache muss ich noch erklären. Die Spielfiguren sind ja Schwein und Kuh und man soll dann, damit das so ein bisschen lustig wird, ne, soll man dann sagen, dummes Schwein und dumme Kuh, weil die beiden sind ja einfach ein bisschen blöd, so wie die sich hier auf dem Spielfeld benehmen. Ne, also dummes Schwein, dumme Kuh, Ähnlichkeit mit lebenden Personen und lebenden Schweinen und Kühen ist rein zufällig, ne, aber es soll ja auch Spaß machen. Ne? So. Und noch eine Sache steht hier in der Anleitung. Ja gut, einer ist ja dann der Bösewicht da in diesem Spiel, weil einer entfremdet ja das Kind dem anderen.
Jeder kann sich aussuchen, wer ist jetzt der Böse. Habe ich jetzt hier mal gesagt, der Vater ist jetzt heute mal der Böse. Gibt es natürlich auch böse Mütter, also böse Kühe. Und jetzt ist da das böse Schwein und sonst gibt es auch die böse Kuh. Und wie man das so kennt vom Bauernhof. Ne? Böse Kühe, gute Kühe, böse Schweine, gute Schweine. Ne? So, alles geklärt. Also keiner soll sich jetzt da irgendwie benachteiligt fühlen. Ja, ich wäre auch so gerne das dumme Schwein. Muss man dann vielleicht öfter spielen und dann mal wechseln. Ne? So, oder fangen wir mal an mit dem tollen Spiel. Ach ja, Elternentfremdungsspiel. Da bin ich ja mal gespannt. Ich würfel mal. Das dumme Schwein fängt an und geht sofort auf die Lüg das Blaue vom Himmel Karte. So, was steht denn da drauf für eine tolle Lüge? Oh, die Mama ruft an und Papa sagt, ach, das Kind schläft schon, kannst du nicht sprechen. Ja, oh Mann, was eine Lüge hier. So, die Mama, die geht vorwärts. Ah, die geht auf die Richterkarte. So, direkt mal schreiben ans Gericht. Ich kann nicht mit meinen Kindern sprechen. Der Vater, der sagt immer, Kind schläft und so Sachen. So, und dann geht's weiter. Und die Gefühlskarte. Das dumme Schwein hat Gefühle. Haha, der haben was gezeigt. Die kann lange auf ein Telefonat mit ihrem Kind warten. So, weiter. Und Gefühlskarte für die dumme Kuh. Was hat die denn für Gefühle? Oh Mann, das ist so grausam. Mein armes Kind. Ich kann mit meinem Kind nicht sprechen. Ich fühle mich scheiße. So, und weiter geht's. Ah, das Geld fällt. Jetzt regnet es erstmal Geld. Ja, da muss erstmal der Anwalt bezahlt werden, ne, damit es weitergeht in dem tollen Spiel hier. Ring, ring, schring, schring, bezahlt. So, und weiter geht's. Was kommt denn hier noch? Oh, wieder eine Richterkarte für das dumme Schwein. Der Richter schreibt ans dumme Schwein. Hey, du lässt die Mutter nicht mit den Kindern sprechen. Lass das sein. Ha, hat das immer mal gegeben, was? So, und weiter geht's. So, und weiter geht's. Tschum, 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 tschum. Oh, Psychiatrie, schnell vorbei. Und auf geh über los und weiter geht's. Was sagt er? Wieder auf die Lüg das Blaue vom Himmel Karte. Ey Richter, ist doch alles easy. Die erzählt doch Blödsinn, die Alte. So, und das Spiel. Weiter geht's. Achso, mit ihr. Gefühlskarte. Ich koche vor Wut. Spricht hier keiner recht? So. Und nochmal Richterkarte. Rechtsprechung. Wovon träumst du? Da geht's aber hart zur Sache hier. So, und weiter geht's. Schub, schub, schub. Überraschungskarte. Ist da? Nee, da. Oder da. Du kannst dein Kind nicht sprechen, dann schick ihm doch ein Paket. Coole Sache. Paket geschickt. So. Und Lüg das Blaue vom Himmelkarte. Oh, liebe Kinderlein, nein, ein Paket ist von der Mama nicht gekommen. Nö, 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 nö. Da muss die euch was Falsches erzählt haben. Die lügt auch eh nur. So. Und weiter geht's. Tschum, 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 tschum. Wieder Anwalt. Richter. Hallo Richter. Meine Pakete kommen nicht an. Was soll ich denn jetzt machen? Tschup. Und die Gefühlskarte für das Schweinchen hier. Mann, wie das wieder klappt. So, und weiter geht's. Und wieder ein Richter. Mensch, Richter, ich werde hier voll ausgebotet. Jetzt mach mal endlich was. So, und weiter geht's. Tschup, 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 tschup. Und wieder Geldkarte. Ah, das Schwein bezahlt erstmal wieder seinen Anwalt wieder. So, tschup, 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 tschup. Oh, Psychiatrie. Muss man eine Richterkarte ziehen. Sie werden in die Psychiatrie eingewiesen, weil sie laufend erzählen, sie würden Päckchen verschicken, die nicht ankommen. Sie sind ja völlig gaga. Stimmt doch alles nicht, sagt der Vater. Ab in die Psychiatrie. Eine Runde aussetzen. So. Und das Schwein. Und wieder lügt das Blaue vom Himmelkarte. Sehen Sie, habe ich immer schon gesagt. Die hat einen Knall. So. Zack, weiter geht's. Hui. Und schon fliegt alles rum. So, zack, einmal ausgesetzt, die dumme Kuh ist wieder raus, kann weitermachen, ab an den Richter. Jetzt reicht's mir aber, tun Sie endlich was. Und das dumme Schwein wieder. Und das dumme Schwein an der Psychiatrie vorbeigeratscht.
und die dumme Kuh überholt. Und auf die Gefühlskarte, nein, er geht weiter auf die Richterkarte. Da sie zwei sich ja nur streiten, kommt das Kind zum Vater. Fertig, aus die Maus. Und sie auch, beim Richter. Aber das geht doch nicht. Ich streite mich doch gar nicht mit ihm. So ein Blödsinn. Und weiter geht's. Oh, hey, Schwein umgerempelt. Hey, und sie geht weiter. Ja, Psychiatriekarte. Lass deine Depression mal behandeln. Du siehst ja ganz schlecht aus. Oh Mann. Ey, sag mal, das Spiel kann man überhaupt nicht gewinnen. Das ist ja unmöglich. Was steht denn dann noch? Sollten Sie der Meinung sein, dieses Spiel können Sie nicht gewinnen, dann haben Sie recht. Sie haben das Spiel verstanden. Herzlichen Glückwunsch. Sie können das Spiel zurückschicken und bekommen Ihr Geld zurück, wenn Sie nicht zufrieden sind mit dieser Lösung. Hä? Ja, liebe Leute, der taugt nichts für Lach, ne? Hat uns jetzt aber mal schön vorgeführt. Ja, liebe Leute, das war's wieder von der gefährlichsten Mutter Deutschlands. Ich habe wieder was dazugelernt. Elternentfremdung, man kann wahrscheinlich nicht gewinnen. Und eine Lösung hat der taugt nichts für Lach auch nicht auf Lager. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder was Neues gibt. Tschüss. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache des Taugnix Verlages. Dieses Spiel wurde nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt. Die wunderbar leichten, mundgeblasenen, formschönen Bauernhoftiere erwecken das Sein im Selbst und selbst der größte Psychopath wird sein Augenmerk auf diese kleinen Feinheiten legen und sein Leben wird wieder Sinn bekommen. Der formschöne, leichte Sparpack tut sein Übriges. Da der Taugnix-Verlag davon ausgehen muss, dass kaum ein Elternteil noch genügend Geld über hat, nachdem er so viele Prozesse geführt hat, um seine Kinder zu sehen, dass er sich dieses wunderbare Spiel überhaupt leisten kann, haben wir eine Stiftung ins Leben gerufen. Dummes Schwein, dumme Kuh, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Damit finanzieren wir jedes Jahr tausende von Spielen, die wir kostenlos diesen Eltern zur Verfügung stellen.